Willkommen, Herr Freund. Schön, dass Sie sich Zeit für ein Interview genommen haben. Ihre große Trilogie hat bis jetzt 2 Bände. Der erste Band Mysteria, das Tor des Feuers, wurde jetzt ergänzt um Ayani, die Tochter des Falkens, gerade erschienen. Worum geht es in Ihren Büchern? Die Mysteria-Trilogie erzählt die Abenteuer eines 14-jährigen Jungen, Nico Niklas. Ein ganz normaler Junge, der nur ein kleines Problem hat. Er weiß nicht, wer sein Vater ist. Und auf der Suche nach seinem Vater gerät er in eine geheimnisvolle fremde Welt, eben Mysteria, die der Trilogie den Titel gegeben hat, und erfährt dort, dass er den von dem unterdrückten Volk der Alven lang ersehnte Retter sein soll. Für einen 14-jährigen Jungen eine schwierige Vorstellung, eine schwierige Aufgabe. Aber da er ahnt, dass er seinen Vater dort finden wird, bleibt er dort und nimmt die große Aufgabe an, die ihn in Mysteria erwartet. Was finden wir in den einzelnen Bänden der Bücher? Also der Band 1 erzählt, wie Nico Mysteria entdeckt, nach Mysteria kommt und dort sich mit einem Mädchen anfreundet, mit einem Alvenmädchen, dem er in der Bedrängnis vor finsteren Schergen hilft und sie ihr das Leben rettet. Er verliert eine sehr wichtige Kette und kann deswegen nicht mehr auf die Erde zurückgehen. Er erfährt von seinem Auftrag, dass er das Volk der Alven vor dem Tyrannen retten muss. Zu diesem Zweck muss er das magische Königsschwert Sinkalion finden. Und der erste Band dreht sich um die gefahrvolle Suche nach Sinkalion. Am Ende des Buches findet Nico mit Hilfe dieses Alvenmädchens Ayani, das ein Geheimnis hat, das Nico im ersten Band noch nicht entschlüsselt, findet auch dieses Schwert Sinkalion. Der zweite Band, Ayani, knüpft nahtlos an Band 1 an. In diesem Band erfährt Nico, dass Ayani seine Zwillingsschwester ist. Und er erfährt auch, dass der vor langen Jahren vertriebene König des Alvenlandes, des Nivlandes, sein Vater ist, von dem aber niemand weiß, wo er abgeblieben ist. Die Abenteuer in Mysteria werden dadurch erschwert, dass eine Freundin von der Erde Nico nachreist. Die heißt Jessie. Und bedauerlicherweise verliert Jessie den magischen Mantel, mit dem man nach Mysteria reisen kann. Sofort nach ihrer Ankunft wird er von einer Schwarzmagierin geklaut. Und so muss Jessie nun auch in Mysteria bleiben, was mit einem Problem verbunden ist. Jessie leidet an einer Krankheit und wenn sie nicht die nötigen Medikamente bekommt, wird sie sterben. Deswegen machen sich Nico und Jessie im Band 2 auf der Suche nach diesem Mantel, um diesen Mantel der Schwarzmagierin abzujagen, während Ayani sich auf die Suche nach ihrem in einem Kampf getöteten Bruder macht, weil sie glaubt, man könnte ihn von der Insel der Tränen, eine Art Fegefeuer, wieder ins Reich der Lebenden zurückholen. Und diese Abenteuer werden in Band 2 Ayani erzählt. Heißt das, Band 3 wird praktisch der dramatische Höhepunkt der ganzen Reihe? Genau, Band 3 wird der große Höhepunkt, der Kampf um die Befreiung von Helmengron, so heißt die Hauptstadt des Nivlandes. Und in Band 3 werden alle noch offenen Fragen natürlich aufgelöst. Wir erfahren, warum Mysteria überhaupt existiert, wie es möglich ist, dass der König des Nivlandes der Vater von Nico sein kann, obwohl seine Mutter eine ganz normale Bewohnerin unserer Welt ist. Wir erfahren, woher diese finstere Schwarzmagierin ist, die sich dem Todfeind von Nico und Ayani aufgeschwungen hat, woher die kommt. Und wir erfahren, wie die Beziehung dieser Schwarzmagierin zu Nikes Mutter Rike ist. Also sämtliche Rätsel, die ich in den beiden vorhergehenden Bänden aufgeworfen hatte, werden aufgelöst. Und es kommt zu einem wirklich dramatischen Schlacht um Helmengron. Wie muss man sich die Arbeit in einem solchen Epos vorstellen? Sie arbeiten ja mit Alven, mit Drachen, mit Gestaltwandlern. Ja. Woher nehmen Sie Ihre Ideen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich wundere mich manchmal auch, woher ich diese Ideen nehme. Sie sind manchmal einfach da und manchmal muss man, und das ist meine feste Überzeugung, Ideen erzwingen. Das heißt, ich beschäftige mich mit einem Problem, was ich im Rahmen einer Geschichte aufgeworfen habe, so lange, bis mir eine Lösung dazu einfällt. Manchmal ist die erste Lösung, die mir einfällt, nicht tauglich und dann arbeite ich so lange weiter, bis ich die richtige, für mich richtige Lösung gefunden habe. Und genau dieses Thema handelt
auch, behandelt auch die Trilogie. Denn in dieser Trilogie erfahren wir, dass es schon vor 200 Jahren eine Autorin gab, die ein Buch über Mysteria geschrieben hat, das auch Mysteria heißt. Und Jessys Vater ist Fantasy-Autor, der wiederum ebenfalls an einem Fantasy-Buch schreibt, das ebenfalls Mysteria heißt. Und eigentümlicherweise heißt der Held seines Filmes, seines Buches Nico Niklas, genau wie der Held meines Romans. Und im Laufe der Geschichte erfahren wir, wo der Zusammenhang ist, weil ich beschäftige mich darin, ob es möglich ist, dass Fantasie Realität werden kann. Und wie diese Realität gewordene Fantasie auswirkt und wie wir uns in ihr bewegen und welche Auswüsse sie wiederum auf unsere Realität hat. Also unterhalb dieser wirklich spannenden Fantasy-Geschichte behandle ich noch eine zweite Geschichte, wie sie Michael Ende auch in der Unendlichen Geschichte zum Beispiel thematisiert hat. Was bedeutet für uns Menschen, dass es Fantasie gibt und wie wichtig ist es für uns Menschen, uns mit Fantasie zu beschäftigen und diese fantastische Realität immer wieder am Leben zu halten. Gibt es Momente, in denen Sie gern einfach in eine andere Welt abtauchen würden? Nein, also man muss sich das nicht vorstellen, als würde ich diese Bücher schreiben, weil ich aus unserer Welt gerne flüchten möchte. Gar nicht, aber ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Realität und Fantasie zusammengehören. Also Fantasie ist eine zweite Form von Realität und diese Fantasie macht es uns manchmal leichter, die Probleme in unserer Realität zu bewältigen und zu lösen, weil wir sie in verfremdeter Form und auch in einfacherer Form darstellen können. Also mit Hilfe der Fantasie und der fantastischen Realität gelingt es uns, die Probleme unserer Realität zu bewältigen. Und das beschreibe ich in meinen Büchern. Und deswegen stehe ich auch mit beiden Beinen auf unserer Erde und habe kein Problem mit unserer Realität. Ich bewege mich immer in beiden Welten gleichzeitig. Ich möchte nie alleine nur in der Fantasie leben und ich möchte nie in einer nackten Realität leben. Beides ist für uns Menschen gleichermaßen wichtig, wie ich finde. Vielen Dank für das Interview. Gerne.